Und wenn die Birnen so schmecken sollen wie vom Baum, dann musst du sie selber einrechsen. Für die Birnenmarmelade geben wir die klein geschnittenen Birnenwürfel in den Topf, geben das klein geschnittene Marzipan dazu. So. Den Gelierzucker 1:3, den Birnensaft und das Zimtpulver. Rühren das Ganze um und lassen es dann ca. 3 bis 4 Minuten langsam köcheln. Die Marmelade hat jetzt ca. 4 Minuten leicht geköchelt, gebrodelt. Und jetzt tun wir es mit dem Pürierstab aufmixen. Jetzt machen wir die Gelierprobe, indem wir einen kleinen Löffel voll auf den Teller geben und leicht schräg halten und sehen dabei, dass es leicht geliert. Wir haben 2 verschiedene Gläser. Einmal das klassische Rexglas mit Gummi und Klammer, einmal ein Glas mit Schraubverschluss. Die Gläser haben wir im Backofen bei über 100 Grad für ca. 10 Minuten sterilisiert. Die Rexgläser haben den Vorteil, dass man sie öfter verwenden kann. Und bei diesem Deckel da, das ist ganz einfach. Da braucht man nur zuschrauben und kann gar nicht übertragen.